Juhu, hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Die Sims 4, zu unserer paranormalen Familie hier, zu unserem paranormalen Spielstand. Oh, Lukas ist ganz müde, da muss eine Runde schlafen, der Süße. Was war das denn? Ach, so eine Puppe. Annette. Anissa, Annette. Du möchtest gerne mehr Geld. Okay. Dann lassen wir dich tagsüber ein bisschen programmieren. Und du, Lukas, du möchtest gerne eine Sammlung vervollständigen. Da ist halt die Frage, welche Sammlung wir vervollständigen wollen. Hier, ne? Ja. Hohoho. Frische? Gartenarbeit? Nein. Oh, vielleicht. Also ich denke per Zufall, vielleicht die MySims. Ich habe keine Ahnung, wie selten die sind. Kristalle. Fische. Eine Fische fehlen mir auch noch 11. Oh, ich weiß nicht. Stadtposter und Schneekugeln und Knallbonbon, Plüschtiere und Federn und Muscheln. Ah, wir könnten mal einen Ausflug zum Strand machen und gucken, wie weit wir mit der Muschelsammlung kommen. Vielleicht ist das ja eine Idee, was wir machen können für uns. Ich glaube, die war gar nicht so schwer, die Muschelsammlung. Gesagt, getan. Wir sind jetzt hier am Strand und sammeln nach Muscheln. Nach Muscheln sammeln. Dann was zu zweit machen. Was ist das schön hier? Ach Leute, das ist so schön. Hier hin schwimmen. Oh, es ist so hübsch hier. Schnorcheln. Wir schnorcheln. Ach Leute. Mich da auch. Schwimm mal darüber und du suchst noch Muscheln. Ach, wie schön. Und die ist auch nichts los an dem Strand, ne? Such mal nach Muscheln. Strandgut sammeln, nach Muscheln suchen. Strandgut sammeln, nach Muscheln suchen, nach Muscheln suchen. So. Und du bist Schnorcheln. Gibt es hier Geister? Fische! Ach, wie schön. Der würde jetzt auch gerne da sein. Die kommen. Tulpenmuschel! Wir haben eine Muschel gefunden! So, mein lieber Lukas. Du hast eine Muschel gefunden. Und du möchtest gerne verschiedenste Muschel Sammelobjekte noch sammeln. Und du hast ein Level 2 der Fitness-Techniken erreicht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass du ein paar Fitness-Techniken kannst. Also, wir haben schon Freundschaft mit dem Krebs geschlossen. Und süße Babyschildkröten gesehen. Und wir haben Gänsehaut bekommen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr das Neueste mit der Gänsehaut. Den haben wir bestimmt schon länger. Irgendwie will das Spiel nicht zu mir das, was ich will. Mach das immer weg. Hallo du. Wir schnorcheln. Schnorcheln. Delfin rufen. Nein, wir rufen Delfin. Entspannung im Wasser, ja. Oh. Tulpenmuschel hatten wir schon. Ich bin noch ganz fasziniert. Ich kann gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Es ist viel zu schön hier. Ich möchte auch mal wieder in den Urlaub. Ach, du suchst immer noch nach Muscheln? Guter Junge. Oh, was ist los? Ach so, du hast eine schmerzvolle Berührung gehabt. Und du armer. Du armer, armer. Ob wir genug finden mit ihm? Wir haben jetzt mal nur diese Tulpenmuschel gefunden. Ja, zweimal. Ist halt gewöhnlich. Kannst du angeln? Eigentlich, ja, er kann angeln. Wir können ja hier auch ein bisschen angeln. Kleines Muschelhorn. Ja, wir haben was anderes gefunden. Nee, ich möchte jetzt nicht mit dir auf die kommen. Gehen. Danke. Und du schwimmst. Fun Fact. In tropischen Ländern mit den tropischen Stränden kommt das weiße Sändchen immer daher von einem Fisch, der heißt Papageienschnabel. Müll! Papageienfisch oder Papageienschnabelfisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kratzt der Fisch mit seinem Papageischnabel-ähnlichen Mund. Ist er von den Korallen und nagt die oberste Schicht ab und dies sehr. Kalzium halte ich und dann pupt er das am Ende wieder aus und dann hat man da weißen Sandstrand, was da rauskommt, weil er das nicht verarbeiten kann. Ich glaube, es war Kalzium. Es war irgendwas. Irgendwas war es auf jeden Fall. Fun Fact Ende. Wir räumen auf. Wer lässt denn hier einfach seinen Müll im Strand liegen? Wirklich. Zählt das eigentlich, wenn er was Neues hier fängt? Ja, wahrscheinlich, ne? Oh, ein schönes Bild. Einen Barsch. Das ist der typische Fisch für die subtropischen Sachen hier. An die Tür klopfen. Jo. Oh, wir können in die Höhle. Erkunden. 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 Wollen wir eine Mail? Nein, wir werden keine Mail Jungfrau. Nein. Jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Wir werden keine Mail Jungfrau, okay? Lukas, wo bist du? Ach, da bist du. Hallo, Lukas. Du hast schon ein kleines Muschelhorn, hast du schon gefunden? Und die Tulpenmuschel. Und ein Barsch. Tütütütütüt. Fernes Funkeln. Ich glaube, das hat ja noch gar nicht komplett vervollständigt. Ein Maimai, Und Maimai. Kann ohne Köder gefangen werden. Das ist die Chance, Leute, wenn ihr sowas hier macht. Irgendwie in den Notizbüchern was Sinnvolles reinzuschreiben. Naja, ist ja egal. Ist ja ein Spiel, ist ja kein Lernspiel. Aber das wäre doch schön. Guck, da, das ist ja perfekt. Wenn das halt stimmt, ne? Ein Fisch, der seinen Namen aller Ehre macht und ein Strahlenflosser, der in den gemäßigten tropischen und subtropischen Küstengewässern knapp unterhalb der Oberfläche zu Hause ist. Okay, bist du. Da vertummelt sich halt alles. Strandgut sammeln, zusammen nach Muscheln suchen. Ich glaube, wir haben gar keine Job aufgegabelt dieses Mal, weil wir ja zu Hause sein wollten, die Nacht. Um mal zu gucken, was so bei uns passiert im Haus, was da so los ist. Ich bin mal gespannt, was die Nacht so bringt. Während wir darauf noch warten, kannst du ja ein bisschen Geld verdienen mit deinem Programmierdingsen weiter an deiner Handy-App. Und du, mein Lieber, wir gucken mal, was wir so bei dir gefunden haben.
Und was deine liebste Schwester auch so gefunden hat. Und wir halten einfach mal die Augen offen, was hier so passiert in dem Haus. Die Fische können wir verkaufen. Und. Hi, Gui. Na? Alles fit? Guck mal, das haben wir schon geschafft und uns fehlt. Keine Ahnung. Wir haben plus 4 Fische bekommen und 7 von 13 Muscheln haben wir. Selten, selten, selten. Ja. Vielleicht nochmal einen Tagesausflug zum Strand oder so, dann haben wir es wahrscheinlich geschafft. Dann haben wir den Wunsch erfüllt. Hi, Gui. Tag verschönern, nach Karriere fragen. Bist du eigentlich ein sehr böser Geist, Gui? Warum bist du hier? Was sind Geister? Naja, dass er arbeitslos ist, das hätte ich mir auch denken können. Wer bist du? Warum bist du hier? Was hattest du mit diesen gruseligen Objekten auf sich? Und warum bist du hier? Ist auch eine gute Frage. Wie weit bist du denn eigentlich mit deiner App? Oh, okay. Romantisch. Möchte meine Seele verkaufen. Nein. Was kann ich tun, um weniger Angst zu haben? Nein, wir sind ja schon professionelle Geistermenschen. War es das schon so genau? Vielleicht handelt es sich um die Manifestation der verlorenen Träume und Ambitionen der Menschheit. Vielleicht interpretiere ich auch zu hinein. Sicher ist jedoch, dass sie Geschenke lieben. Wenn es dir gelingt, sie glücklich zu machen, geben sie dir etwas Nützliches, legen bei den übrigen Kreaturen des Hauses ein gutes Wort für dich ein. Du solltest dich um jeden Preis von diesen Dingen fernhalten, denn sie sind extrem verflucht. Sich nur in der Nähe aufzuhalten, ist wie ein Kratzen mit den Nägeln über die Kreidetafel. Sei aufmerksam und vernichte sie, sobald sie auftauchen, denn sie sind dir nicht freundlich gesinnt. Nun ja, falls es dir nicht sofort aufgefallen ist, ich bin ein Geist und Geister müssen hier irgendwo spuken. Wenn ich weiter hier rumgeistern darf, helfe ich dir mit den paranormalen Geschehnissen in diesem Haus. Eine Hand wäscht die andere, du verstehst? Angst zu haben ist ganz natürlich, davon kann man niemanden freisprechen. Wenn es dir jedoch schwer fällt, deine Ängste in den Griff zu bekommen, solltest du dir ein paar heilige Kerzen besorgen. Wir können sie im Belohnungsstore kaufen. Wir können was? Merkmale? Zaubertränke? Wir können heilige Kerzen kaufen? Das wusste ich gar nicht. Oha. Wir könnten mal eine Nachteule sein. Und. Das finde ich immer so doof, so Stahlblase und so. Wir können freundlich sein. Ach, wie sagt man? Die Lizenz für paranormale Ermittlungen, die haben wir schon. Beziehungen. Und du, meine Liebe? Nein, wir haben auch gar nicht so viel. Alle Merkmale. Wir sind ein Blitzputzer. Stets willkommen. Wachsam. Frühaufsteherin. Genügsam. Können wir länger wach bleiben? Okay, wir halten jetzt mal die Augen offen. Was ist das? Nicht du. Hingehen. Ist der weg? Der, nein, nur zu weit rausgesucht. Das ist auch jedes Mal die gleiche Frage. Ich gewöhne mich einfach nicht dran. Na, Gui. Was ist das?
Sekunde, ich guck gleich mit dir mit. Achso, okay, du bist aber nur hingegangen. Okay, danke für nichts. Warum ist sie denn so verängstigt? Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie. Aber es war nur so rot, weil sie so verängstigt war. Ich verstehe. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber wir können die Ranken. Ach so. Das sind die guten Ranken. Haben wir oben vielleicht was? Gefühlt sind wir irgendwie. Ach, komm mal, Geist, ja! Gefühlt sind wir irgendwie nie oben. Ich komme da noch niemals ran. Hi, du! Möchtest du ein Geschenk? Guck mal, ich möchte dir etwas schenken. Und zwar eine grüne Bärenmütze möchte ich dir schenken, weil ich bin absolut fest davon überzeugt, dass sie dir ausgesprochen gut steht. Die sind so cool, die Geister. Ich mag paranormale Sachen. Nein, du sollst da hingehen. Hallo! Geh da hin. Komm zu mir. Beobachten. Versuchen zu kommunizieren. Da ist noch einer! Kommen wir an den aber ran? Gabe da bringen. Mütze. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, an den kommen wir ran. Du schaffst das, Lukas. Hallo, du. Möchtest du meine. Ah. Ach, guck mal, wir haben. Heilige Kerzen haben wir bekommen von dir. Gabe da bringen, grüne Bärenmütze. Dann sollten wir vielleicht nochmal was stricken oder so, Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel. Und der Max? Aber doch, wir haben ihn weg. Was war das? Ektokuchen, was war denn nochmal ein Ektokuchen? Hierhin. Ins Inventar. Zu all den anderen Sachen. Stricken. Strickmütze. Schwarz-weiß Bärenmütze. Oh, da sind eklige Spuren. Schleimige Kreatur erwischen. Erst schleimige Kreatur erwischen, bevor wir stricken. Und das mit dem Lichter machen bringt ja, glaube ich, eh nicht, ne? Automatisch einschalten alle Lichter. Die müssen ja gleich wieder ausgehen. Stricken. Mütze. Ein bisschen Slime aufwischen. Windig, aha. Da schon zwei. Da ist ein blauer Geist. Ob wir an den irgendwie rankommen? Blau-weiße Bärenmütze. Können wir dem geben? Wir müssen unbedingt mehr stricken. Na komm, wir kommen ran. Was machst du da? Spiel spielen. Stricken sollt ihr. Ihr sollt ganz, ganz viel stricken, Mütze stricken. Er freut sich auch und geht. Von ihm kriegen wir. Bizarre Götzen. Kommt zu unserer anderen bizarren Götze. Ach, das da draußen ist einfach nur Fußboden. Aha. Aha. Ich verstehe, ich verstehe. Gut. Oh, da ist noch einer, aber ich habe kein nichts. Aber Anissa, du hast noch was. Aber der war doch eben schon mal hier, oder? Ja. Glitchy, glitchy, glitch, glitch. Hallo, möchtest du mein Geschenk haben? Ich würde mich an deren Stelle auch was freuen. Geisterwachs. Ja. Weißt dir was? Stricken kann sie nicht. Na gut. Hast du schon
Ist gestrickt. Gespielt, meine ich. Nein, das ist okay. Ich würde einfach sagen, dass wir mal an der Stelle hier Schluss machen. Und dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Wenn es heißt, Let's Play The Sims 4 hier in unserem Spukhaus. Schön, dass ihr dabei wart. Also dann, tschüss.